Moinsen und willkommen zurück bei der neuen Folge Star Trek Voyager Elite Force. Ja, wir sind hier jetzt immer noch auf der Voyager unterwegs und wir haben schon unseren Help eingesammelt. Wollte ich gar nicht. Ja, wir sollen jetzt die Harvester aufhalten und zwar indem wir zu einem anderen Raumschiff uns begeben. Sind Sie in Ordnung, Austin? Mir geht's gut. Alex, was wissen wir über diese Harvester? Nicht viel. Wir wissen, dass sie ein Schiff in Stücke reißen können und dass sogar die Borg Angst vor ihnen haben. Sie sind völlig resistent gegen die Assimilation. Na, dann sollten wir uns wohl besser in Bewegung setzen. Manche Sachen muss man nicht herausfinden. Und möglichst dicke Wummen einpacken. Ich hoffe nur, Tuvok hat recht und dieses Kampfschiff funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich diesen Harvestern von Angesicht zu Angesicht begegnen möchte. Tuvok hat für gewöhnlich recht. Wir haben jede Menge Zeit, auf das Schiff zu gelangen und zu feuern. Danach sollten wir wieder freikommen. Ja, aber Sie wissen doch, was man sich erzählt. Was? Wenn Sie am Ende des Wurmloches ein Licht sehen, ist es wahrscheinlich ein Photonentorpedo. Mann, Cher, manchmal schaffen Sie es, dass ich denke, Murphy muss ein Bullianer gewesen sein. Wer ist Murphy? Kennen Sie nicht Murphys Gesetz? Ah, vertrauen Sie mir, er würde Ihnen gefallen. Das, was schief gehen kann, geht auch schief. So ungefähr nach dem Motto läuft das Gesetz. Ja, wir haben unseren Helm schon mitgenommen, den wir brauchen. Und wir müssen uns ein paar schicke Waffen besorgen, ja? Kommen Sie durch. So, was gibt's hier Schönes? Phasergewehr. Tonstoß. Phasergranatkanone U-Mod. Stasiswaffe, Scavengergewehr und TT-Impulsruptor. Und unser schönes Arsenal ist komplett. Photonstoß. So. Zum Transportraum. Ja, Tuvok macht er mit diesmal. Was nehmen wir denn mal? Die Granatkanone ist schön. Na, kommst du her. Koordinaten erhalten und eingegeben, Sir. Energie. Auf geht's. Der Bruch. Sieht ganz schön fett aus, das Ding. Die Schwerkraft ist ein bisschen gering hier. Wir hätten Gravitationsstiefel mitnehmen sollen. Es gibt auf dieser Ebene teilweise keine Energie. Was ist das? Das sieht nach Kämpfern aus. Kämpfer? Ich habe gedacht, dass dieses Schiff keine Mannschaft hätte. Vielleicht sind sie automatisiert. Wir haben keine Zeit für Spekulationen. Wir sollten weitermachen. Können wir hier rausspringen? Oh. Und nun? Oh ja, gut. Das war ungünstig. Nochmal. Hehehe. Die Schwerkraft ist ein bisschen gering hier. Wir hätten Gravitationsstiefel mitnehmen sollen. Es gibt auf dieser Ebene teilweise eben eine Energie. Was ist das? Das sieht nach Kämpfern aus. Kämpfer? Ich habe gedacht, dass dieses Schiff keine Mannschaft hätte. Vielleicht sind sie automatisiert. Wir haben keine Zeit für Spekulationen. Wir sollten weitermachen. Ja, jedenfalls lustig, dass man hier runterfallen kann. Da oben ist ein Kraftfeld. Die Konsole sieht nicht sehr aktiv aus. Unten gibt es aber auch nichts. Die Tür öffnet sich nicht. Wie ich gedacht habe, es gibt keine Energie. Wahrscheinlich würden wir aus dem Riss der Hülle geschleudert, wenn wir die Tür einfach so öffnen. Wir müssen die Umgebungsbedingungen dieses Hangars normalisieren, bevor wir fortfahren. Sieht aus, als wäre eine Computerkonsole auf der oberen Ebene. Vielleicht können wir sie wieder mit Energie versorgen. Mr. Monroe, finden Sie einen Weg nach oben und sehen Sie, was Sie tun können. Okay, und ich glaube, diese drei Vorsprünge hier...
könnten mir dabei zu Passe kommen. Und die geringe Gravitation, weil wir nicht weiter springen können. Hops. So, und... Hops. So, so mal oben. Das hier scheint die Konsole zu sein. Kraftfeld an. Eindämmungsfeld. Sehr gut. Umgebungsbedingungen normalisieren sich. Gut, wir können diese Helme abnehmen. Nein, lassen Sie sie an, bis wir zum Kontrollraum gelangen und ich die Umgebungsbedingungen für das gesamte Schiff normalisieren kann. Mr. Chell, nun können Sie die Tür öffnen. Mr. Monroe, gehen Sie voran. Okay. Sieht nicht sehr gefährlich aus hier, obwohl es ganz schön groß ist. Oh, ich sag besser nichts. Eine gebrochene Plasmaleitung. Hier hinten irgendwas. Scheint nicht so. Da oben ist ein Lebensterminal. Pass mal auf! Vorsicht! Ach, diese Viecher schon wieder. Feuer einstellen. Das ist ein Harvester? Ich weiß nicht, er hat größer ausgesehen, bevor wir ihn getötet haben. Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, Mr. Chell, dass Sie nicht einen von uns für einen Harvester halten. Also diese komischen Viecher, die wir schon auf der Scavenger-Basis gesehen haben. Mr. Chell, wenn Sie so freundlich wären. Drinne ist ein kleiner Gang. Aber da bringt es nicht weiter. Du guckst denn hin. Ist da was Interessantes auf dem Fußboden? Zeig mal. Ja, ein schönes Quadrat, hä? In den Fahrstuhl. Na, kommt doch rein. Na los. Auf geht's, da oben geht's hin. So. Hier ist ganz schön kaputt, da kommen wir nicht weiter. Nee. Das sieht hier alles nicht besonders gut aus. Das muss eine ganz schöne Explosion gewesen sein, dass das Schiff so beschädigt ist. Wir müssen zu dem Lift am Ende dieser Halle gelangen. Da ist auch zu. Die Tür ist blockiert von etwas auf der anderen Seite. Dann gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Das ist die Krankenstation. Sieht so aus wie Tiefschlafbetten. Ich schätze, es gab wohl doch eine Besatzung. Eine kleine Mannschaft vielleicht. Also, wo sind sie? Harvester? Ich bin sicher, wir werden das bald herausfinden. Der Kontrollraum befindet sich ein Deck über diesem. Wir müssen zu dem Lift gelangen. Chang, stellen Sie fest, ob diese Trümmer weggesprengt werden können. Chell, finden Sie einen Plan dieses Decks. Xetlos, Sie und ich werden versuchen, die blockierte Tür mit Gewalt zu öffnen. Monroe, Murphy, finden Sie heraus, ob es einen anderen Weg gibt. Ja, hab ich schon. Hey, Alex, ich weiß nicht, Sir. Ich glaube nicht, dass diese Tür geöffnet werden kann, hier weiter? Ohne dass der Gegenstand, der sie von der anderen Seite blockiert, weggeschoben wird. Viecher schon wieder. Mr. Chang, wie schätzen Sie die Lage ein? Es sieht nicht gut aus, Sir. Die molekulare Dichte und Zugfestigkeit dieses Materials sind so stark, dass meine Detonationspacks kaum die Oberfläche ankratzen könnten. Ich kann ihn sehen. Mr. Monroe, finden Sie heraus, was die Tür blockiert. Ich kann den Stuhl zumindest nicht wegfasern. Aber der Laser kann das vielleicht. Kann ich ihn irgendwie steuern? Was passiert hier? Und mir scheint, ich kann den hier ausrichten. Links, hoch, runter, rechts. Links. Das ist richtig. Ja, muss ein paar Mal drücken, bevor der da ist, wohin gehört. Doppel hoch. Na? So, links, 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 links. Oh, da links.
Das kann eine Weile dauern. Ah, man kann auch gedrückt halten, sehr schön. So, das müsste richtig sein. Na, gehst du hoch? Jo. Perfekt. Einmal wieder runter. Halt falsche Richtung. So, und jetzt Party hard. Sehr gut. Er hat's geschafft. Die hätten natürlich auch. Die hätten natürlich auch einfach alle durch den Schnauze. Die hätten natürlich auch alle durch den Lift gehen können, aber das wäre natürlich zu schwer. Und wieso ist das Ding jetzt zu, frage ich mich. Na kommt her. Aber es wäre zu einfach, ja, einfach durchzuklettern. Also das finde ich auch schön an dem Spiel, dass halt nicht nur dumpfe Ego-Shooter-Passagen gibt, sondern auch mal das ein oder andere kleinere Rätsel. Na? Na komm. Na komm. Oh, hast du fein gemacht. Na komm. Na komm. Hier gibt's ein Leckerli. Fein. Ne, das wollte ich jetzt nicht auspacken. Kommando. Der Kontrollraum befindet sich direkt hinter der nächsten Kammer. Oh, Scavenger. Sie sind schrecklich. Das ist nicht gut. Ich glaube, nehme ich lieber hier meinen Tetrion Disruptor, denn. Da kann ich mir die Energie von denen zunutze machen. Muss nicht meine Föderationsenergie verschwenden. Na, wann ist das da? Sieht aus, als hätten sie versucht, in den Kontrollraum zu gelangen. Diese Tür konnten sie aber nicht öffnen. Sehen Sie zu, dass es Ihnen besser ergeht, Mr. Churchill. Was für ein Desaster. Vielleicht hat sich die Mannschaft hier zum letzten Mal gegen die Harvester zur Wehr gesetzt. Hoffen wir, dass der Kontrollraum in besserem Zustand ist. Sieht aus, als würden sie sich zum Kampf bereit machen. Nicht, dass es ihnen genützt hätte. Das ging schnell. Ich hätte wohl nicht viel von einem Techniker, wenn ich nicht mal eine Tür öffnen könnte. Das stimmt. Also, schauen wir mal die Brücke. Was sieht man denn von hier aus? Cell, versiegeln Sie die Tür für den Fall, dass noch mehr Scavenger da sind. Dieser Raum sieht ziemlich unberührt aus. Die Harvester sind wohl nicht so weit vorgedrungen. Nicht allzu viel, die Mannschaft muss sie aufgehalten haben. Aber es hat sie ihr Leben gekostet. Alles klar. Wäre cool, wenn man die Voyager sehen könnte, aber das ist wohl nicht so. Hey, da ist eine Diese Kontrolle. Steuerungen scheinen einsatzbereit zu sein. Sieht aus, als könnten wir eine Menge Zeit sparen. Schließlich hat hier doch noch etwas funktioniert wie geplant. Die Umgebungsbedingungen sind normalisiert. Sie können ihre Helme absetzen. Ich habe etwas gefunden. Sieht wie ein Computerlogbuch aus. Können Sie es noch einmal abspielen? Ja. Ich schicke es jetzt durch den Übersetzer. Hilfe! Hilfe! Ah! Sie kommt durch die Hülle! Unsere Waffen sind Rüstung! Ich kann nicht! Ah! Die Verteidigungssysteme sind abgeschnitten, werden abgeschlachtet! Nein! Nein, zurück! Nein! Ah! Ah! Kann uns denn niemand helfen? Bitte! Sie bringen uns alle um! Zerstören unser Schiff! Niemand kann sie aufhalten! Ah! Ah! Oh mein Gott!
Ablenkungen helfen uns nicht dabei, unsere Ziele zu erreichen. Das müssen die Harvester gewesen sein. Mr. Chell, nehmen Sie sich zusammen. Sie reißen die Voyager auseinander. Das ist genau das, was wir hier verhindern sollen. Auf jeden Fall ist das ein Rückschlag. Oh nein. Schätze, ich habe mich zu früh gefreut. Ich kann auf das Kampfschiff zielen und von hier aus feuern. Aber der Lademechanismus scheint nicht zu funktionieren. Die Ladung muss manuell geladen werden. Fenrich Monroe, nehmen Sie eine kleine Gruppe mit zum Geschützrohr und fahren Sie mit dem Wartungswagen bis zum Ende. Dieser Plasmafokusleiter hier ist falsch eingestellt und schneidet Energie vom Feuermechanismus ab. Sie müssen ihn justieren. Dann machen Sie sich auf den Weg zur Zündkammer. Sobald Sie dort sind, müssen Sie den Energierundstab in die Zündkammer laden. Wenn Sie das getan haben, kann ich auf das Kampfschiff feuern. Gut. Chang, Xetlos, Sie kommen mit mir. Chell, Sie und Helsia bleiben hier. Puh, ich wusste, dass ich dran wäre. Hey, kein Grund zur Aufregung. Das Schiff ist verlassen. Es sollte keine Schwierigkeiten geben. Ich habe alle Sicherheitsschlösser an den Liften und Türen im Schiff deaktiviert. Sie sollten von hier aus problemlos weiterkommen. Erste Begegnung. Gut, das heißt bestimmt nichts Gutes. Wir gehen wohl nicht auf diesem Wege zurück. Nein. Macht nichts. Sobald wir fertig sind, beamen wir uns hier raus. Der Lift scheint kaputt zu sein. Was sind das für Dinger? Jedenfalls wird sie gelb angezeigt vom Radar, also vom Fadenkreuz. Oh. Was ist das? Berühren Sie nichts. Oh oh. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Der sieht nicht freundlich aus. Ich registriere eine Energiewelle. Aber da hält zum Glück nicht allzu viel aus, wie es aussieht. Da ist noch eine. Mr. Monroe, wie ist Ihr Status? Dieses Schiff ist nicht ganz so tot, wie wir dachten, Sir. Es gab hier keinerlei Anzeichen für ein solches Verteidigungssystem. Sie müssen von einem anderen Teil des Schiffes gesteuert werden. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein. In Ordnung. Tuvok, Ende. Genau, vorsichtig sein. Oh. Da packe ich wieder meine Granatkanone aus. Okay. Und hier geht's runter. Aber was uns da unten erwartet, das sehen wir das nächste Mal, denn die Zeit ist wieder um. Ja. Ich glaube, diese kleinen Spinnenroboter sind nicht das Einzige, was uns bevorsteht hier. Aber das werden wir das nächste Mal erfahren. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin, haut rein. Ciao.